Abonnieren nicht vergessen. Ich wollte euch noch zeigen, wie man denn überhaupt so eine Düse zusammenbaut. Ich habe ja zum Glück noch die Düsenhalter von René, die habe ich auch schon vorbereitet. Hier das obere Teil habe ich mit Glasperlen gestrahlt, dass das nochmal hübsch wird. Habe hier oben die Grate abgefeilt. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Sieht man das? Ja, das sieht man. Zum Vergleich vorher, die ist auch schon abgefeilt. Ist da noch eine schlechte? Ja, hier. So kamen die vorher an. Man sieht hier schön überall abstehender Grat, wo irgendjemand ohne Werkzeug, also ich muss René in Schutz nehmen, der hat das originale Werkzeug von der Bundeswehr. Der hat die professionell gezogen, davon kann das nicht kommen. Das da sieht mehr so nach Maulschlüssel aus. Ja, habe ich hier nachbearbeitet. Sieht man hier eigentlich gar nicht mehr. Und dann würde ich sagen, bauen wir das Teil doch mal zusammen. Wichtig bei Düsen immer, schwimmend montieren, dass überall schon Diesel drin ist, damit die nicht auf die Idee kommt zu fressen. Na, hier die Einstellscheibe. Kommt einfach hier rein. Dann die Feder. Dann kommt hier der Aufsatz drauf. Quatsch. Dann kommt hier der Teil drauf und dann kommt der Aufsatz drauf. Und anschließend die schon vorbereitete Düse, die habe ich schon ausgespült und gewaschen. Ich trinke es jetzt aber trotzdem noch mal hier rein. So. Und dann kommt die Düsenmutter oben drüber. Jetzt mal das Loch treffen. So. Et voilà. Eine montierte Düse. Die kommt jetzt in den Schraubstock. Und zum Prüfen, das ist die falsche Schlüsselweite. Ziehe ich die jetzt einmal sachte an. Schauen wir mal, die kriegt, kann man es lesen, 200 Bar. Und dann hören wir doch mal, wie sie klingt. Ich glaube, jetzt muss ich das Licht anmachen, sonst sieht man nicht. Einmal durchdrücken, dass die Luft raus ist. Hier hört man schön das typische Düsenschnarren. Ich glaube, du gehst besser ein Stück zurück mit der Kamera, sonst schaust du gleich den ganzen Düsennebel, Dieselnebel auf der Linse. Zoom besser ran. Und hier auf der Uhr, na, komm mal hier rüber, kann man schön sehen, ne, die innere Anzeige ist für Bar. Also genau, wenn man Glück gehabt, bei 210 Bar aufmacht. Und weil es eine neue Düse ist und die sich noch ein bisschen einarbeitet, kriegt die von mir 10 Bar mehr. Das passt also so. Das war's schon. Lass doch einfach mal einen Daumen hoch da, wenn dir das Video gefallen hat. Als nächstes zeige ich dir, wie man bei einer reinen Einspritzpumpe die Nockenwelle richtig einbaut und dazu das Lagerspiel richtig einstellt. Bis dahin, euer Dominik.